Grüße dich, Herr Egli. Grüße, Herr Föhn. Ah, gut. Was wollt ihr uns zeigen jetzt hier gerade? Ja, ich sitze da gerade auf dem Sachs Medes. Es ist ein herziges, kleines, qualitativ sehr gutes Motorrädchen, 125. Und das kommt aus Deutschland? Kommt aus Deutschland, von der Firma Sachs hergestellt. Und Kundschaft, die typische Kundschaft für das sind zum Beispiel Camper, die das Speedboat mitnehmen zum Wohnmobil, zum Mobilsein am Ferienort und auch Töffahrer, die irgendein Superbike haben, als Maschine mit Wechselnummern zum Atarben fahren. Und für kleinere Kommissionen oder kleinere Fährte. Mit was für einem Ausweis kann man die fahren? Mit dem Kategorie A. Kategorie A. Sie sehen ja relativ futuristisch gestaltet aus. Es ist ein Platz, interessant, steinig. Heute Stunden von Töffing bereit. Aber es ist nicht übersteinerisch, funktionell. Und was läuft er so? Er läuft 90, 95, je nach Größe von der Person, die drauf ist. Kleine Wurst läuft er auch. Und der erfüllt sämtliche Abgasnormen in der Schweiz? Euro 3, ja. Euro 3. Und dann gibt es in der Farbe Gel und so ein bisschen Silbergrau und Schwarz. Und Schwarz noch. Ja. Und was tut er kosten? Oh, da muss ich schnell schauen. Er ist 3450 Franken netto. 3450 Franken? 3450 netto. Wir haben ein interessantes Zubehör für spezielle Einsatzzwecke. Schmale Lenken für Camper. Das ist immer ein Platzproblem. Wir haben bequeme Sattel. Wir haben Gepäcksystem. Die sind wasserdichte Koffer, ja? Die sind im Prinzip wasserdicht. Also ich habe da keinen Test gemacht damit. Schade. Ja. Und wie ist die Qualität? Die Qualität ist Sachs, ist sehr gut. Es sind gewisse Komponenten in China hergestellt, das darf ich sagen, aber unter Aufsicht von Sachs. Sachs-Techniker sind dort absolut strikte Qualitätskontrolle. Und wo könnte man kaufen? Bei uns oder bei jedem Händler. Der kann uns anrufen, wir beliefern die Händler. Okay. Merci vielmals, Herr Egli. Ist gern gesehen.